Ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Infovideo zusammen mit mir. Ich bin der Dennis Spieters hier auf dem PC. Es ist soweit, beziehungsweise heute war es dann soweit und die neue Roadmap für den Monat Juni 2024 ist erschienen. Und Grund genug, um uns das alles mal so ein bisschen zu Gemüte zu führen. Besonders interessieren tut uns natürlich zwei DLC, und zwar zwei deutsche DLC. Zum einen die Expert BR101 von TSG zusammen mit dem IC1 Steuerwagen, der uns in den nächsten 0 bis 3 Monaten, sprich jetzt eigentlich nur noch in den nächsten 0 bis 2 Monaten zur Verfügung stehen soll. Das gleiche gilt natürlich für die lang ersehnte und lang erwartete Baureihe 218 Diesel-Lok ebenfalls von TSG, die jetzt auch in den nächsten 1 bis 2 Monaten erscheinen soll, also sprich Juli oder August, spätestens August. Zudem soll dann noch in den nächsten 1 bis 2 Monaten die Scott Rail Class 158 Locke von Skyhook Games erscheinen. Im Übrigen soll es dann auch noch die als Add-on die Scott Rail Class 380 geben. Es soll ein Summer Core Update geben für die deutschen und die US-Strecken. Des Weiteren soll es dann noch geben zwei weitere Patches, und zwar einmal Cat Card Circle Remaster und das Suspension Improvements. So, wir werden uns doch gleich noch weitere Bilder anschauen von der 218 und so weiter. In den nächsten 4 bis 6 Monaten, also sprich in den nächsten, spätestens im nächsten halben Jahr, also sprich so im Winter Weihnachten, so würde ich mal da tippen, kurz vor Weihnachten wird das Ganze dann wohl erscheinen. Einmal die San Bernardino Line von Los Angeles nach San Bernardino, eine neue UK Route, also für alle die sich vielleicht auch im englischsprachigen Raum die Strecken wünschen. Es soll eine neue deutsche Lok erscheinen in den nächsten 4 bis 6 Monaten und eine deutsche Strecke. Das ist natürlich für uns oder für die meisten, denke ich mal, sehr wichtig, dass wir eine weitere neue deutsche Strecke im oder auch zum Train Sim World 4 begrüßen dürfen. Welche das sein wird, bin ich allerdings überfragt. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Welche Strecke, deutsche Strecke, würdet ihr euch denn wünschen, die es da in den nächsten 4 bis 6 Monaten erscheinen soll? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und hier sind die Release-Daten noch unbekannt. Tadami, Line und so weiter. Köln-Aachen-Timetable-Update soll es noch geben. Aber wie gesagt, das sind alles unbekannte Release-Daten. Da ist noch nichts weiter zu bekannt. Die BR Class 104 und Peak Forest Expansion Pack von Simtrack Studios klingt auch sehr interessant. Dann eine weitere UK Route von Just Trains, die machen ja eigentlich auch gute Strecken, würde ich sagen, oder gute DLC. Five Circle Line, Leaven Branch Update von Rivet Games. Es soll einen neuen PC Editor Improvements, also wahrscheinlich für die Szenario Editor, weitere Updates geben, würde ich jetzt mal tippen. Dann ist noch in der Mache oder in der Pipeline Santa Fe Gameplay Pack High Iron Simulations und eine neue deutsche Lokomotive soll auch noch erscheinen. Aber wie gesagt, das sind alles unbekannte Release-Daten. Da ist noch nichts weiter zu bekannt, wann das Ganze konkret wird. Also das hier müssen wir leider noch ein bisschen drauf warten, wann wir da irgendwelche konkreten Dinge zu erfahren. Also wie gesagt, dort soll eine deutsche Lok von Simtrack Studios auch in der Pipeline sein. Aber was für uns natürlich ganz, ganz wichtig ist oder am allerwichtigsten, sind hier natürlich die Expert Baureihe 101 zusammen mit dem IC1 Steuerwagen von TSG und ebenfalls von TSG die Baureihe 218. So, dann werden wir uns das Ganze mal im Einzelnen anschauen mit ein paar Bilder, würde ich sagen. Die Cargo Line Volume 2 Aggregates, genau, die sind letzten Monat erschienen. Das habt ihr, glaube ich, auch schon mitbekommen. Bei Felix de Weise hat er, glaube ich, schon mal ein Video drüber gemacht. BR 218, neue Images, also beziehungsweise neue Bilder und Informationen von TSG. Da gehen wir gleich weiter drauf ein.
Das gleiche gilt für die Baureihe 101 von Expert zusammen mit dem IC1 Steuerwagen. Dort soll es mehr Details geben für den Expert-Level, für die Funktionalität. Dann soll es neue Infos von Rivet Games geben für die Leaven Branch for Five Circle Line. Summer Core Update soll es geben, wird gefixt, released in Deutschland und amerikanische Improvements on the way. Also das heißt, die sind auf dem Weg hier, meine Güte, sorry, sind auf dem Weg zu uns. Suspension Improvements, also neue Updates, sind im Juli geplant. Ihr seht es hier. Plus ein neues Video und Blackpool Branches Logos. Das klingt auch sehr interessant, dass uns da im Juli schon irgendwas erwartet. Von Blackpool Branches sind wir auch sehr gespannt drauf. PC-Editor Mega Spotlight. Showcasing 15 Community Created Projects with Details, Images and Videos. Ja, da sind wir auch sehr gespannt drauf. Der City Transport Simulator Tram, der soll ja am 20.06.2024 erscheinen. Und da gibt es oder ist letzte Woche eine erste Roadmap zu erschienen zu dem Game, also es ist ja ein eigenständiges Game, City Transport Simulator Tram oder Tram, wie auch immer. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr euch diese Roadmap auch gerne zu Gemüte führen. Können wir vielleicht auch gleich noch machen, wenn ich sie finde. Change Summer Core Update to Summer Core Update Deutschland und amerikanisch. Wahrscheinlich war das vorher ein komplettes Summer Update. Jetzt ist es nur noch für die deutschen und amerikanischen Strecken geplant, anscheinend. So verstehe ich das. Removed Five Circle Line Improvements, these have been released. Also das hat es wahrscheinlich schon. Move.de Loco. Simtrack-Schuhe von 4 bis 6 Monaten. Ja, das sind die ganzen pausierten Dinger unter anderem. Hier zum Beispiel die deutsche Lokomotive von Simtrack Studios war ursprünglich für die nächsten 4 bis 6 Monate geplant, ist jetzt zu den unbekannten Release-Daten gewandert, also von praktisch von der Mitte nach ganz rechts. Also es ist wahrscheinlich pausiert worden. Das gleiche für eine deutsche Strecke, die ist allerdings von ganz rechts in die Mitte gerutscht, also von unbekannten Release-Daten zu in den nächsten 4 bis 6 Monaten. Und hier edit deutsche Lokomotive 4 bis 6 Monaten Add-ons First Party. Okay, ich würde sagen, das brauchen wir jetzt nicht alles lesen. Gehen wir mal die Bilder an. Genau, das ist letzten Monat veröffentlicht worden. Hier diese Schüttgutwagen von Cargo Line Volume 2. Ich glaube, da gibt es, wie gesagt, schon ein Video von Felix der Weise, falls ihr da Interesse habt. Das soll This one, to kick off the news on. Der soll auch bald erscheinen. Coming soon to TSV 4. Und zwar der Cat Card Circle Remastered ScotRail Class 380. Das ist diese hier. Work in Progress, ihr seht's. Also die soll jetzt auch ziemlich bald zu TSW 4 dazu stoßen. So. Our game designer Liam has shared the key features you can expect. Neues Fahrplan oder neuer Timetable, also neuer Fahrplanmodus wahrscheinlich. TOD4-Upgrade. Da gab es ja einige Updates. Route-Updates, Track-Updates und so weiter. Updates zu der Class 314. Glasgow Central Lightning-Szenerie wurden abgedatet. Also es gab so einige Fixes da. Für dieses Fahrzeug und für diese Strecke anscheinend. Ihr seht das hier auch, das ist alles noch im Work in Progress, also so wird das irgendwann alles mal wahrscheinlich aussehen. Also das ist alles in der Mache. Auch hier der Innenraum der Personenwagen bzw. der Passagieransicht. Das ist alles hier von diesem Triebwagen noch. Ihr seht das hier. Passagiere. Ordentlich was los in dem Bahnhof. Das soll wahrscheinlich alles noch so gefixt werden, beziehungsweise alles so soll das irgendwann mal aussehen.
Flying Scotsman makes an early appearance at Glasgow Central. Also soll wahrscheinlich mehr AI-Verkehr bzw. KI-Verkehr herrschen, so verstehe ich das. Hier nochmal die drei Züge an einem, also da kann man wahrscheinlich dann drei Züge an einem Zug ankoppeln, also dass man dann praktisch mit drei Einheiten fährt. Hier mit sechs Wagen, Playable 6K Class 314, 314, der also some surprises to look out for. Also ein paar Überraschungen noch für uns bereitgestellt für dieses Add-on, dieses DLC. So, ihr seht es hier schon unten, da kommen wir jetzt zu Partnerprogramm-Update. BR280 developed by TSG. We're back this month with an update from TSG with more screenshots for the upcoming DB BR218 and also information on the expert DBR 101 below. Here are some brand new images on how the progress has been going. Also grob übersetzt, es gibt jetzt neue Bilder zum Fortschreiten der Entwicklung der BR218 und der BR101 und IC1 Steuerwagen. Ihr seht es hier, also das ist schon weit fortgeschritten. Das sieht natürlich atemberaubend schön aus. Die BR218, wie sie hier mit ihrem Dieselqualm im Schnee die Rückleuchten. Das ist wirklich, ich freue mich da so sehr drauf. Also wirklich, ich kann es kaum noch erwarten, wie den ersten Mal die BR218 zu starten. Das wird einfach episch. Das wird einfach episch, Leute. So, hier noch ein bisschen mehr vom Innenraum. Also da kommt der Realität, dem Vorbild schon sehr, sehr nah. Das Fahrrad bzw. Leistungsrad, so nenne ich das mal. Hier das Ebola, dann hier die Knöpfe, die einzelnen für Licht und so weiter, PCB und SIFA und all solche Sachen. Hier die Handbremse, dann ist hier der Maschinenraum. Da geht es in den Maschinenraum rein durch die Tür. Hier sind die ganzen Knöpfe für Batterie wahrscheinlich und all solche Dinge. Also das sieht schon sehr, sehr schön aus, muss ich wirklich sagen. Additionally, the TSG teams have included the 218 in the Maintalbahn timetable swapped out for the 642. Here's Mike, a developer at TSG with more information. The Maintalbahn timetable is a copy of the original, where some of the locos are not using the 642, but the 218. It uses a push-pull configuration with only DOSTOS. These are representing the services that were running a quite short time on the route as a short of test. Since we need gameplay, we thought that would be nice to have it in there. Ihr könnt euch das selber übersetzen, wenn ihr da könnt ihr ja ein Übersetzungsprogramm drüber laufen lassen, wenn ihr da Bock drauf habt. This week we also reached out to you to answer some questions. Ja gut, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht hier beantworten. Will there be more than one livery for the 218? Das ist vielleicht noch ein bisschen interessant. Also da fragt ein User, ob da mehr Farben bzw. Lackierungen für die 218 vorgesehen sind. Und die Antwort von Mike schreibt er aktuell nicht. There may be plans in the future to add more, but with this release it will just be one. Also es sind mehr in Planung für die Zukunft, dass da mehr Lackierungen für die BR218 erscheinen werden. Aber mit dem Release der 218 wird es erstmal nur das Verkehrsrot sein. Aber das ist ja auch, glaube ich, zu vertreten. Gleichwohl gibt es ja auch im Creators Club bestimmt dann ziemlich bald pfiffige Leute, die das Ganze dann für uns ein bisschen bunter mischen. Bin ich ganz stark von überzeugt. So, hier vielleicht noch. Will it subsidize with other Freight Train Locomotives? Also wird wahrscheinlich nicht so sein, dass die 218 mehrere Züge zieht, beziehungsweise mehr schwere Züge, weil sie einfach nicht genug
Sie wird Do the other locust beam twice that powerful as 218. Currently we don't have any substitution set up as a single 218 would not be enough to get those heavier trains moving. Also sie wird wahrscheinlich als einzelner Lok daherkommen und es werden nicht genug sein, um schwere Züge zu bewegen. So frei übersetzt habe ich das jetzt mal. As a reminder of the key features you can expect with the BR218. Die 218 hat einen 400 TB11 Motor, den kennt ihr ja schon, der ist ja meistens jetzt vertreten in den Fahrzeugen. N-Wagen, also ihr seht sie ja auch hier, N-Wagen im Verkehrsrot, also so werden die dann aussehen, die kennen wir ja schon von der BR110, da sind die ja genauso unter anderem zu sehen. Also die werden dann wahrscheinlich auch nochmal separat kommen. With the Diesel-Desk-Version of the Karlsruher Cab Car. Also der wird dann so aufgebaut sein, dass da eine BR218 auch praktisch fernsteuern kann. Bisher ist er ja nur dafür da, also der jetzige Steuerwagen ist ja nur dafür da, die 210 fernzusteuern. Aber zukünftig, wenn die 218 dann erschienen ist, zusammen mit dem N-Wagen und dem Steuerwagen, wird der auch dann die. Ist ja dann so konzipiert, dass er auch die Diesel-Lok fernsteuern kann. So. Genau. Fahrplanmodus wird dann für die Strecke Hamburg-Lübeck sein. Das ist ja allgemein schon bekannt. Das war ja schon in den vorigen Roadmaps bekannt geworden, dass die für die Strecke Hamburg-Lübeck als offizieller Fahrplan vorgesehen ist. Logischerweise können wir ja mittlerweile Züge überall hin spawnen. Also ihr könnt auch die 218 ins Ruhrgebiet packen oder wo ihr immer wollt. Das ist ja alles möglich mittlerweile. So, es werden vier Szenarios mitgeliefert. Eine Rettungsmission auf einen gestrandeten RE mit einer Doppeltraktion 218 und einen Güterverkehr mit einer gemischten schweren Zug von Lübeck nach Hamburg. Es werden zwei Trainingscenter-Szenarien dabei sein für die BR218. Die ist ja fast immer dabei, wenn ein neuer Zug released wird, dass man dann auch ein Trainingscenter zur Verfügung hat, um sich mit dem Zug oder mit der Lok vertraut zu machen, für die das vielleicht noch nicht so drauf haben, beziehungsweise sich noch nicht so zutrauen. Und es wird einen Reisemodus geben, also einen Reisemodus-Service für die BR218. So, hier seht ihr wieder ein neues Bild. Man kann sie eigentlich also auch vor Dostos spannen. Das macht die ganze Sache noch interessanter und erweiterbar, finde ich, als nur vor N-Wagen. Die ist ja durchaus auch in der Lage, Dostos zu ziehen, überhaupt kein Problem. So, we are not ready to confirm the date that this will be released. Also, sie sind noch nicht so weit, uns mitzuteilen, wann das Release-Datum ist. Aber wir können erwarten, dass sie bald zu uns, bald zum nächsten Release kommen, zum Train Symbol 4 kommen wird. Wir sollen ein Auge auf uns, auf die Ankündigung über die nächsten Wochen haben für neue Informationen, wenn wir es nicht erwarten können, die BR218 zu bekommen bzw. zu fahren. Also Augen aufhalten für die nächsten Roadmaps bzw. nächsten Ankündigungen seitens DTG und seitens DSG. Wenn wir da irgendwelche neue Informationen sehen, dann wird es immer konkreter, wann die BR218 dann auch released wird. So viel zu der BR218. Kommen wir zum anderen Großprojekt von TSG, und zwar der Expert-Version von der DBBR101. Die soll ja ebenfalls in den nächsten 1 bis 2 Monaten veröffentlicht werden. Und das Ganze soll ja dermaßen realistisch werden mit Brems, 100 Zellen und so weiter und so fort. Deswegen auch die Expert. TSG-Team. Der Expert 101 ist a release of the iconic BR101 Lokomotive. Much more
Also viel mehr detailreich, authentisch Erwartungen oder Erfahrungen auf einem höheren Level der Funktionalität. Können wir uns da freuen mit der, wenn wir die BR101, die veröffentlicht wurde. Also das wird ein ordentliches realistisches Paket, also im Prinzip genauso wie das Vorbild. Also man kann eigentlich sagen, man sitzt praktisch fast wirklich in einer 101 und hat diese dann zu steuern und zu ja, mit Bremshundertstel, Bremsprobe und all so ein Kram. Also das wird richtig, richtig nice. Das wird richtig schön. Das ist die Original DBB 101 Simograph Note Tree. Das ist hier dieses kleine, ja. Und hier oben ist die Expert B101 Simograph Note Tree. Das ist natürlich schon, wenn man das mal hier so sieht, das ist praktisch, dieses Stück ist praktisch das hier. Und dann kommt das Ganze hier alles noch dazu. Wahnsinn. Also schon echt um einiges mehr. Ja, so viel also zu der neuen Roadmap für den Juni 2024. Wir können, glaube ich, alle kaum erwarten, die BR218 und den IC1 Steuerwagen samt der neuen Expert-Version der BR101 endlich bei TSW 4 zu begrüßen, die selber dann zu fahren, zu starten und so weiter. Ich glaube, das wird richtig nice. Das sind hier noch so ein paar Projekte, die noch in der Community am Laufen sind. Unter anderem zum Beispiel die Strecke Hannover-Hamburg. Und zwar bei Trainspotting Norden, der ist damit zugange. Wäre natürlich sehr nice. Die gibt es ja schon bei der Strecke, bei dem Spiel TSG. Da gibt es die Strecke Hannover-Hamburg ja schon. Wäre natürlich schön, wenn sie jetzt dann auch zum Train SimWorld 4 dazukommen würde. Wieder eine Erweiterung. Also nur von Hamburg nach Lübeck, dann fahren wir dann auch von Hamburg nach Hannover und andersrum. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. So, dann haben wir hier noch. Achso, da ist sie schon etwas weiter fortgeschritten, die Landschaft. Also, das ist hier so eine Bahnstation, ich weiß jetzt nicht welche. Und hier ist mehr so die Landschaft gezeigt. Also, schon weit fortgeschritten, wie man sieht. Ist einige Gleise gelegt. Sowas ist natürlich immer ein Haufen Arbeit, das muss man, darf man nicht vergessen. Also das Ganze zu entwickeln, also da muss man schon echt Ahnung von haben und ich ziehe meinen Hut vor jedem, der sich das, der das in Angriff nimmt und sich dafür ins Zeug legt und das hier wirklich für uns hier praktisch ja einen Haufen Arbeit sich macht und das Ganze entwickelt. Also wirklich allerhöchsten Respekt, das muss man an dieser Stelle wirklich mal sagen. Das wird die Karte sein oder das soll sie dann irgendwann sein, wenn sie fertig ist von der Strecke Hannover-Hamburg. Ihr seht jetzt einige Haltepunkte hier. Sieht schon nicht schlecht aus. Das ist wieder Middlesbrough. Moment mal. Strecke Hannover Hamburg. Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Hier ist es jetzt. Das ist Middlesbrough. Das ist nicht die Karte. Das ist von Hannover Hamburg. Das ist Middlesbrough. Whitby in Pickering bei Andy Goo. Das ist wieder eine andere Strecke. Ein anderer Entwickler. Ihr seht hier noch ein bisschen mehr davon. Also das ist noch Hannover-Hamburg, dies beides hier und die Karte hier ist schon Middlesbrough und das auch. Steht ja auch drunter. Hier auch nochmal Middlesbrough. Sieht schon geil aus hier mit der Brücke hier. Also das wären bestimmt richtig schöne, interessante Projekte, die da auf uns zukommen. Hier Wels-Grünau im Allental bei Freddy the Part. Ich glaube, so nennt er sich, ja. Hier auch nochmal, sieht schon nicht schlecht aus. Ne? Hier die Bahnstrecke sieht schon echt nice. Also Community Created Project, Wels Grünau, da fährt dann die BR, die VL-Bahn, ja genau, Vorarlberg-S-Bahn, also die 420, die 4024, die kann man da fahren. Das ist ja nice. Das ist ja wirklich nice, dass man die dann da fahren kann. Hier ist wieder Entire of London bei Incredible. Hannes, Kartenausschnitt für die Strecke London oder London. Ja, nochmal dasselbe. Das wird dann wahrscheinlich mehr so Nahverkehr sein. Würde ich mal tippen. Das ist auch noch London. Schön mit dem Hintergrund hier, mit den Gebäuden, mit den Hochhäusern. Sieht schon nicht schlecht aus. Hier auch nochmal London. Schön im Sonnenuntergang. Ist schon echt nice. So, hier haben wir noch Eskirchen Network bei Kate's Horse.
So nenne ich den mal. Kannst dich genau lesen. Ist auch in der Mache. Also es sind einige Projekte, die da auf uns zukommen. Auch deutsche Projekte. Neue Züge, neue Triebwagen und so weiter. Neue Strecken. Hier zum Beispiel München-Augsburg. Timetable. Es soll einen neuen Fahrplanmodus geben. Und zwar von WinDCT. Dann haben wir hier noch hier zum Beispiel München-Augsburg Timetable. We showed this project back in March and the updates have continued. The latest being just yesterday to bring more service reality to the line. Also da waren zuletzt gestern ein paar neue Arbeiten dran gemacht worden an der Strecke. München-Augsburg Timetable. Dann haben wir hier noch, ihr seht das hier auch hier, soll einiges an Verkehr dann zu stehen sein, so wie es ja auch in Wirklichkeit dann ist. Hier haben wir dann Bremen-Oldenburg Timetable, auch ein neuer Fahrplan und ihr seht es hier, der Metronom, den könnt ihr ja mittlerweile auch schon fahren als Repaint Pack auf der Train Sim Community Seite, aber da soll es dann wahrscheinlich wirklich original zu fahren sein. Auf der Strecke Bremen-Oldenburg, das wäre natürlich mega. Metronom haben wir jetzt so als offizielles Fahrzeug noch nicht bei TSW 4. Vielleicht ist das ja ein kleiner Hinweis, dass der dann auch dabei sein wird. Dann haben wir hier noch ein bisschen für die Arosa Line. Auch ein Fahrplan-Mod, beziehungsweise Fahrplan-Update. East Coast Way Dresden-Riesa. Davor gibt es auch ein Fahrplan-Update oder soll es geben. Das ist in der Mache. Und zwar bei McGray. Da kann man dann zum Beispiel auch die BR103 fahren, zusammen mit den Nahverkehrs-N-Wagen, wenn das wohl sein, würde ich jetzt mal tippen, in Mintgrün. Ja, City Tram Simulator Tram Roadmap, den gibt es hier. Den können wir uns vielleicht eben noch ganz kurz anschauen, wenn ihr da Lust drauf habt. Gehen wir da mal eben kurz hin. Genau. Ist zum Beispiel auf Deutsch. Hallo und herzlich willkommen zur ersten CTS Tram Roadmap. Wir freuen uns schon sehr darauf, die neueste Entwicklung für CTS in diesem und zukünftigen Beiträgen dieser Art mit euch zu teilen. Hier erwarten euch Nachrichten zu bevorstehenden Spielinhalten, Screenshots, Trailer sowie Einblicke in die Vorgänge hinter die Kulissen. So. Dieses Mal wollen wir den Early Access hervorheben, der ab dem 20. Juni für den PC verfügbar sein wird. Wir erklären, warum wir uns für den Early Access entschieden haben und verraten euch, was ihr in diesem Zeitraum erwarten könnt. Solltet ihr in Eile sein, gibt es hier eine kurze Zusammenfassung der Dinge, die ihr im Early Access erwarten könnt. ULF A1, Quick Play, Postkarten, Sammelobjekt, Kreuzungs- und Tutorial und verbesserte Spielerfahrung für Anfänger, aktualisierte Handbücher, aktualisierter Charakterauswahlbildschirm und Titel, Verbesserungen der Umgebungsgeräusche und Verbesserungen beim KI-Verkehr. Das sind so die Bilder hier. Wenn man da mal so drauf klickt, sieht echt nice aus hier. Geht das einmal so rum. Also, da seht ihr auch schon die erste Tram und dann ist hier wahrscheinlich so der Wendepunkt. Man kommt von da, man kommt von da und dann dreht man praktisch hier einmal und fährt dann wieder raus. Die Bilder sind schon echt nice. Erster Halt, Quick Play. Postkarten sammeln, Objekt. Zweiter Halt, also das sind wahrscheinlich ähnlich wie beim TSW, die verschiedenen Zeitpunkte, wann was gemacht wird. Nur hier heißt es dann erster Halt, zweiter Halt und darüber hinaus. Als erster Halt, dann wird uns das hier erwarten mit den ULF, Quick Play, Postkarten sammeln, Objekte und so weiter. Als zweiten Halt moderne Wiener Straßenbahn, Karrieremodus Teil 2, Kartenerweiterung, KI-Züge im Hauptbahnhof, aktualisierte Ladebildschirme mit Spieltipps und der Geschichte von Tramau, Aufgaben- und Missionssystem, Mailbox-Tipps und Vorschläge, die auf der Zufriedenheit der Fahrgäste basieren. Und alles, was also wo das Datum praktisch noch nicht oder noch nicht klar ist, wann das Ganze kommt. Also mehr als zwei Monate würde ich jetzt mal schätzen. Heißt das wohl erster Monat, zweiter Monat und alles, was darüber hinausgeht. Da wird uns dann das Sammelobjekt Hashtag 2 erwarten. Dynamisches Wetter, mehr Fahrgast- und Wagenvariation, Kartenerweiterung, Gleisereignisse und Störungen und dynamisches Fahrgastaufkommen. Also da wird uns dann einiges erwarten. Also Gleisereignisse und Störungen und dynamisches Fahrgastaufkommen ist, glaube ich, sehr
schön, weil das natürlich die ganze Spiel-Action dann um einiges anhebt. Vor allem mit Störungen und Gleisereignisse, da kann ja alles dann sein. Was weiß ich, Personen auf dem Gleis, Gleisstörungen, Signalstörungen und, da kommt ja alles in Frage. Gehen wir mal weiter. Hier sehen wir jetzt schon mal zwei City-Trams. So sollen die dann zukünftig aussehen. Grün und mit schönen Stromabnehmer und wirklich sehr, sehr nice. Auch diese Umgebung hier mit den Fahrzeugen und die Straße und so, das sieht richtig schön aus, finde ich. Auch hier mit dem Wartehäuschen. Hier zum Beispiel Zugzielanzeiger, beziehungsweise der Anzeiger, wann die nächste Bahn kommt. Also wirklich an alles gedacht. So, das sind die Signal. Anlagen. Ihr kennt das wahrscheinlich aus größeren Städten. Da gibt es ja auch diese Ampelanlagen für die S-Bahn und so weiter, wann die fahren dürfen. Ähnlich wie beim Pkw-Verkehr haben die ja auch solche Ampeln. Zum Beispiel, wenn der Strich quer ist, müssen die stehen, und wenn der waagerecht ist, dürfen die fahren. Und so ist das hier auch dargestellt. Also wirklich an alles gedacht, muss man wirklich sagen. Das ist das wahrscheinlich dieses Postkarten-Ereignis, was uns auch erwarten wird. Wünsche, du wärst hier, würde ich jetzt mal tippen. Hier Tramdepot, wo man da praktisch startet, um in die Stadt zu fahren mit den Fahrgästen und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel Trammau, Hauptbahnhof. Das sind natürlich alles fiktive Städte, beziehungsweise fiktive Hauptbahnhöfe. Phase 2. 10 Endhaltestellen über 22,5 Kilometer lang, 39 Haltestellen insgesamt. Also so, das sieht die Karte. Das sind natürlich, wie gesagt, alles Fantasiestädte und Halte und so weiter. Könnte ich da hier mal so ein bisschen anschauen. Eine Meile gleich 1 Kilometer. Okay. Auch nicht schlecht aus. Ja, das war's mit der Roadmap für den Citytram-Simulator. Das war's auch insgesamt mit dem Video und mit der Roadmap zu TSV4 im Juni 2024 oder für den Juni 2024. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu den ganzen Projekten und zu den Releases, die uns so erwarten werden, insbesondere zu der BR218 und dem IC1 Steuerwagen samt der Expert BR101, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Feedback da lasst. Das war es erstmal von mir. Ich hoffe, ich konnte euch soweit den Donnerstag versüßen. Morgen ist Freitag, freut euch drauf. Habt einen schönen Abend, habt eine schöne Restwoche. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.